So, liebe Freunde von der neuen Glitzikum Netzwerkgruppe, wir haben die Gruppe gestartet und gleich einmal eine außergewöhnliche Situation mit dem Coronavirus zu bewältigen. Ich wünsche euch jetzt alle viel Kraft, weil es wird jetzt eine schwierige Zeit, glaube ich, kommen. Die wird ein bisschen länger dauern. Und ich hoffe, wir können im Netzwerk uns gegenseitig ein bisschen Mut machen und ein bisschen unterstützen, wenn irgendwas ist. Und so, ich hätte heute gleich mal einen Tipp für euch. Denkt vielleicht dran, wir wissen ja nicht, was kommt, aber ganz ein wichtiger Tipp, dass man informiert ist, wäre, dass ihr sicherlich alle ein Radio da haben. Schaut auch noch, ob ihr da Batterien drin habt, weil das ist dann eine Quelle, wo man wirklich nur Informationen kriegt, wann was schlimmer wird. Wir hoffen es zwar nicht, aber das tut nicht weh, einfach Batterien rein. Und der Radio funktioniert auch ohne Strom, falls das ja kommen könnte. Bitte, behalt einfach die Nerven und vielleicht ist wieder mal interessant, ein Buch zu lesen oder was anderes zu machen. Ich für meinen Teil habe ganz einfache Pläne. Ich werde einfach einmal alles wieder ausmisten und alles aussortieren und meine Fotos sortieren. Jetzt habe ich Zeit nachher und ich glaube, das wird eine gute Beschäftigung. Nebenbei werde ich natürlich immer mit euch online sein, solange es so gut geht, wenn ich nicht schlafe oder arbeiten muss. Und ich hoffe, wir meistern das gemeinsam. Jetzt müssen wir wirklich zusammenhalten. Jetzt geht es nicht mehr um kleine Befindlichkeiten. Und wenn das ist, schreibt es einfach in die Gruppe rein. Schauen wir, ich glaube, wir werden besonders stark werden. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Sonntag. Und ab morgen wird sich unser Leben, glaube ich, etwas verändern. Tschüss, euer Glitzi.